Moin, willkommen in der Kultgarage, liebe VW-Freunde. Heute habe ich wieder ein besonders schönes Fahrzeug für euch am Start. Ein VW 1600 Variant Typ 3 aus dem Jahre 1971. Das Fahrzeug wurde im Juli 1971 nach Kalifornien ausgeliefert in der Farbe Kansas Beige. Das Fahrzeug kam 2022 zurück nach Deutschland, wurde dann hier zerlegt und teilrestauriert, hat unter anderem alle Fenstergummis, also Scheibengummis, Türgummis etc. alles neu bekommen. Technisch natürlich dann auch, weil es eine 21er Vollabnahme bekommen hat. Und ich zeige euch jetzt mal vorne den Kofferraum mit der berühmten Reserveradwanne, weil das wird euch natürlich alle besonders interessieren. Da sind so die typischen Stellen, wo natürlich jeder VW-Kenner erstmal fragt, wie sieht's denn da aus beim Typ 3? Und ich kann euch versichern, da sieht es super aus. Wenn wir hier mal reinschauen, in den berühmten Ecken, wo normalerweise die braune Pest wütet, sieht hier alles super gut aus. Und auch hier unten drunter ist hier nichts aufgerüscht, aber original und in einem sehr guten, substanziell sehr guten Zustand. Das heißt, auch hier ist nichts rosttechnisch, was einem irgendwie Angst machen sollte, zu erkennen. So, ich packe das gerade wieder rein. So. Weiter geht's auf dieser Seite, das heißt, ich zeige euch mal gerade den Innenraum. Auch hier alles weitestgehend im Originalzustand, soweit ich das überblicken kann. Wir haben auch im Handschuhfach liegt noch die originale Bedienungsanleitung. Armaturenbrett nicht gerissen. Auch der Himmel in einem super Zustand. Ich würde vermuten, dass der mal neu gekommen ist. Also auch im Innenraum wirklich ein klasse Fahrzeug. Im Heckbereich gucken wir uns jetzt mal den Motor an. Der 1600er Flachmotor. Hier hinten haben wir einen Teppich. Ob das noch der erste ist, weiß ich nicht. Ich würde vermuten, nein. Aber er sieht zumindest auch schon sehr alt und zeitgenössisch aus. Da kann vielleicht der ein oder andere VW-Freak mich mal aufklären. So, hier haben wir einen 1600er Flachmotor mit 54 PS. Ich habe eine ausgiebige Test- und Probefahrt gemacht mit dem Wagen. Der Wagen läuft wirklich sehr schön. Der Motor schnurrt und fährt, lenkt, bremst. Alles gut. Auch technisch wurde natürlich dann einiges überholt. Die Bremsen wurden überholt. Und was man eben alles so macht, wenn man so ein Auto mit einer 21er dann hier auf die Straße bringen will. So. Auch die, ja, so, jetzt sind wir gerade hier, können wir uns auch mal angucken. Auch die Heckklappe ist wirklich in sehr gutem Zustand. Keinerlei Kantenrost, nichts. So. Ja, und wenn wir da mal hier schauen wollen, würde ich sagen, gucken wir uns mal hier unten die Rathausecken an. Das sind ja auch immer so neuralgische Stellen, wo man oft sein blaues Wunder oder braunes Wunder erlebt. Auch hier, wo die Achsschwingen sind, innen drin, das sieht alles super aus. Der Unterboden ist nur lackiert, was ich persönlich sehr mag. Das heißt, hier ist nichts irgendwie schwarz zugepumpt alles. Hier noch die Fahrerseite. Auch da die Sitze, alles in einem sehr schönen Zustand. Auch wenn wir hier vorne mal die A-Säulenecken hier zeigen. Das sieht auch sehr gut aus hier runterzugs. Da wo die Türscharniere sind. Die Schweller unten. Die muss man ein bisschen stramm zumachen, weil die Gummis noch neu sind. Die drücken noch nach außen. Und wenn wir uns jetzt noch einmal hier unten gerade die Ecken angucken wollen, sieht man auch hier in die Radkästen, dass das auch richtig gut aussieht.
Jo. Genau. So, Typ 3-Variant, Baujahr 71, bestimmt nicht der billigste im Netz, aber mit Sicherheit einer der besten, die im Moment zu kaufen sind. Wirklich substanziellen Top-Zustand. Mit einer Neulackierung, mit neuen Scheibengummis, technisch soweit überholt, TÜV bis 8,25, einsteigen, losfahren, Spaß haben. Und wenn euch das Auto interessiert, meldet euch gerne bei mir, schreibt mich an, ruft mich an, macht einen Termin aus für eine Besichtigung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video in der Kultgarage wieder demnächst. Macht's gut, euer Ron. Ciao.